ESTV, Videos aus der Region. Genau, also das Ziel und der Grundgedanke von der Lego-Stadt ist es, dass wir mit den Kindern gemeinsam eine Stadt erstellen, erbauen, wo nicht nur einzelne Personen im Mittelpunkt stehen, sondern wo man quasi als Gruppe und jeder sich mit seinem Projekt mit einbringt und nicht nur ein Haus toll ist, sondern eine komplette Stadt entsteht, die durch viele Leute gemeinsam gebaut worden ist. Und man eben mit diesem Trend und mit diesem Hobby Lego einfach auch viele verschiedene Leute anspricht. Mädchen wie Jungs, jung wie alt. Und so sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, wir wollen ein Projekt machen, wo wir eben quasi gemeinsam mit Kindern eine tolle Stadt und eine große Stadt erstellen. Also wir haben das Projekt circa 2015 selber ins Leben gerufen. Wir haben uns da ein Jahr lang Zeit genommen, haben viele Steine quasi gebraucht, eingekauft, haben diese Sets entwickelt, haben diese Großprojekte entwickelt und es dann auch alles so sortiert. Und dann haben wir 2015 das erste Mal mit unseren eigenen Steinen quasi dieses Projekt hier gestartet und ist somit jetzt dieses Jahr zum 6. Mal hier in der Blinzer Vorstadt. Wir starten immer mit dem Lego-Führerschein, den machen alle Kinder, auch wenn sie im Vorjahr schon mal dabei waren, weil wir sagen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind, wie man ein Haus baut, was die Regeln hier sind und so, dass wir dann einfach gemeinsam auf dem gleichen Wissensstand sind und dann starten können. Und dann ist es vom Ablauf so, dass wir verschiedene Projekte haben. Wir haben die Großprojekte, die werden in Kleingruppen immer mit einem Mitarbeiter gebaut. Als nächstes kommen die Traumhäuser, da bekommt jeder seine einzelne kleine Platte, wo er sein Haus so kreativ bauen darf, wie er es möchte. Und am Schluss haben wir dann quasi die Lego-Sets, das sind fertige Sets, wo auch schon sortiert sind, wo dann die Kinder quasi die restlichen Lücken der Stadt ausfüllen können, um einfach noch das volle Leben in die Stadt mit reinzubringen, vom Pizzabäcker bis hin zu einem kleinen Friedhof. Da wird alles noch aufgebaut, was dann eben quasi noch frei ist. Also das Wichtigste, was man beim Lego-Führerschein lernt, ist, man muss die Lego-Steine versetzt bauen, dann wird das Ganze auch stabil und so kann man dann auch wirklich mehrere Etagen bauen. Ansonsten einfach kreativ sein und wirklich frei das bauen, was man einfach möchte.